Leute, ich bin hier fleißig am Rumwerkeln. Ich habe hier eine Form bekommen von Frank. Ein Kunde hat mir wirklich das Teil geschenkt. Das hat es mir heute zugeschickt. Und ich werde ein Questi machen aus Rocher und ja, noch Kokosflocken, noch was anderes. Es geht aber um was anderes. Gibt es den perfekten Trainingsplan, Leute? Ja, man liest ja immer wieder im Netz hier, perfekter der Massetrainingsplan, Definitionstrainingsplan und was weiß ich alles. Wenn ich die Preise sehe, dann wird mir alles schlecht. Ich weiß, ich könnte wahrscheinlich, ja, hundertprozentig könnte ich damit Geld machen, aber das wäre dann wieder so ein Ding, wo ich mir, das könnte ich mit mir nicht vereinbaren. Klar, ich biete individuelle Ernährungspläne an, die sind auch individuell angepasst, weil jeder Mensch halt anders ist. Aber beim Trainingsplan, Leute, ich weiß nicht, also ich glaube, die es verkaufen, das sind alles im Grunde genommen dieselben Trainingspläne, Leute, ja. Was ich euch damit sagen will, ihr müsst euch halt steigern im Training und wenn das passiert, dann werdet ihr auch Muskel aufbauen. Ich habe einen kostenlosen Trainingsplan bei mir auf der Homepage, zwei Stück sogar, also ein Dreier-Split und ein Zweier-Split und das sind noch zusätzliche Infos, also das ist nicht einfach ein Trainingsplan, wo man die Übungen und Ausführungen sieht, sondern da ist ein Vorwort, also um was es genau ankommt beim Training, dann auch zwecks Mind-Muscle-Connection, also das ist Muskelgefühl, dann Progression und schaut euch das einfach mal an, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Oder guckt mal in die Beschreibung, irgendwo ist bestimmt auch kostenlos. Ich habe ja eine ellenlange Beschreibung von den ganzen Links und da muss auch kostenloser Trainingsplan dabei stehen. Ja, genau. Also es ist nicht nur Zeug, wo man immer kaufen muss, was ich hier verlinke. Ich biete auch was kostenlos an. Das sind zwei Trainingspläne, die sind gut. Die sind wirklich gut. Ich habe auch schon Feedback bekommen. Was haltet ihr davon? Schaut euch ihn mal an und ja, bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Oh, ja, wir sehen uns, Leute. So, das gibt jetzt hier wieder ein Questi. Bam, Rocher dieses Mal. Ich mache den noch leer, die Potteln, dann geht's weiter mit Fitfiber. Wieder Fiber, Fitfiber, 1:1 dasselbe. Ein paar Kokoflocken werde ich noch dazu nehmen. Habe hier einen Mini-Beutel geschickt bekommen. Und das mache ich auch noch leer, das ist Cookies and Cream. Und dann sehen wir uns gleich. Ah, diese Form, das ist cool. Ich guck mal, ich habe es geschenkt gekriegt. Das hat mir ein Kunde hat mir das geschenkt, der Frank. Und danke, Frank. Ja, bin ich mal gespannt. Wie immer 50 Gramm von einem Vitafiber oder Fitfiber. Und jetzt haue ich hier zwei Kugeln Rocher rein. Dann kommt es für 20 Sekunden in die Mikrowelle. So, meine Freunde, hier, ich habe sie jetzt nochmal etwas klein gemacht und jetzt 20 Sekunden in die Mikrowelle. So, ihr seht jetzt schon flüssig. Ich werde hier auch noch 5 Gramm nehmen. Das ist sauergiebig, Leute. Ja, ihr seht, es ist schon ein Haufen. Das sind gerade 5 Gramm. Ja, das heißt, die haue ich jetzt hier rein und werde jetzt noch 20 Gramm von dem Whey machen. So, bis gleich. Ups, fail. Also es waren nur 15 oder ja 15 Gramm, Leute. Und das Ganze wird jetzt verrührt. Am Anfang ist es etwas mühselig, aber ihr müsst so lange verrühren, bis das ganze Pulver hier aufgenommen wird. Es riecht auch schon richtig lecker. Ich denke, das werden zwei kleine sein. Leute, es war wirklich nur einer und das passt genau da rein, das ist der Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie der dann später oder morgen aussieht. Ich weiß nicht, ob ich den heute esse. Cooles Ding, danke Frank. Also ich hatte mal nachgeschaut, bei Amazon war es ausverkauft. Wenn ich das Video veröffentliche, schaue ich nochmal, ob es das gibt. Dann verlinke ich es euch. Es kommt jetzt hier in den Kühlschrank. Für 1 bis 2 Stunden, Leute.